Und wir hatten zum Beispiel schon mal eine große Aktivierung. Das war zur Sommersonnenwende im letzten Jahr. Damals hatte ich auch einige Videos darüber erstellt und mitgeteilt, dass eben alle Hohepriester und alle Hohepriesterinnen, die jemals auf der Erde inkarniert waren, jetzt zu dieser Zeit auch wieder hier sind. Und sie werden aktiviert und es wird ihnen bewusst. Und jetzt geschieht eben eine Aktivierung oder Bewusstwerdung mit dem Hohen Rat, mit dem Hohen Galaktischen Rat. Und der Hintergrund ist auch zum einen, dass viele von uns ja auch im Moment sehr unzufrieden sind mit der aktuellen Regierung. Also es ist ja so, dass wir so organisiert sind, dass es in jedem Dorf oder in jeder Stadt Bürgermeister gibt, Stadträte oder auch in den Bundesländern und Staaten verschiedene Regierungen. Und diese Art der Organisation natürlich auf einer ganz anderen, höheren, spirituellen Ebene gibt es nicht nur auf der Erde, sondern im Grunde genommen im gesamten Kosmos. Und wir sind ja ein Teil der Milchstraße der Galaxie. Und unsere Galaxie ist natürlich auch organisiert von einem Hohen Rat 12 mächtiger Wesen. Und diesen Hohen Rat möchte ich euch jetzt heute einmal vorstellen. Es gibt verschiedene Bezeichnungen über den Hohen Rat. Aber eine Bezeichnung, die mir sehr gut gefällt, ist das intergalaktische Konzil. Konzil heißt im übertragenen Sinne Rat und intergalaktisch eben ein Rat, der für unsere Galaxie zuständig ist. Also für unsere innere Galaxie, für die Milchstraße. Und dieser Rat kümmert sich um innere Belange. Also man könnte sagen, das ist so etwas Ähnliches wie ein Innenminister. Aber er hat auch Funktion nach außen. Also er tritt auch zum Beispiel mit anderen Galaxien in Verbindung. Wir sind ja zum Beispiel ein Teil der 22 Diamantgalaxien und dieser Rat vertritt uns eben auch nach außen. Ja, und was im Moment ja gerade passiert ist, dass viele Menschen eben im Außen mit den Regierungen unzufrieden sind und sich ja auch wünschen, dass dort ein Wechsel stattfindet. Nur wenn dieser Wechsel stattfindet, dann wissen wir im Grunde genommen alle, dass wir das Gleiche in Grün kriegen. Also man versucht im Außen das Spiegelbild zu ändern und ein anderes Spiegelbild zu erschaffen und es ist aber immer nur ein Spiegelbild, nicht wahrhaftig. Und deshalb geht es nicht darum, im Außen etwas zu verändern, sondern die eigene Perspektive zu verändern. Sie vom Außen hinwegzunehmen und die Perspektive nach innen zu richten. Denn mit diesem galaktischen Konzil können wir in Verbindung treten über unsere inneren Sinne. Besonders gut können wir das machen, wenn wir uns selber in einer hohen Frequenz befinden, wie zum Beispiel in der Meditation oder auch im Heilstrom. Dann sind wir besonders empfänglich für Signale, die immer aus dem Kosmos zu uns gesendet werden, in Form von inneren Bildern oder auch inneren Worten, inneren Gefühlen, telepathisch zu kommunizieren. Das sind die Mittel, wie wir mit den Mitgliedern des intergalaktischen Konzils in Verbindung treten können. Und ich weiß, dass sich das für einige jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren anhört, ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Und trotzdem möchte ich euch einladen, einfach mal nachzufühlen, wie es sich anfühlt. Denn in der Regel ist es so, sobald man mit dem intergalaktischen Konzil in Verbindung tritt, indem man an sie denkt oder über sie spricht, sind sie sofort im Raum. Und so spüre ich sie auch hier in diesem Raum und sie erhöhen augenblicklich die Frequenz. Und das können wir fühlen. Und wenn es sich gut anfühlt, kann man sich gerne dafür öffnen und sich ein Stück weit darauf einlassen. Und es gibt aber sicherlich auch einige hier, die jetzt sehr starke Impulse bekommen oder sehr stark in Resonanz gehen. Und das hat damit zu tun, dass das intergalaktische Konzil viele Gesandte und Botschafter zu dieser Zeit auf die Erde geschickt hat, damit diese von innen heraus wirken, direkt auf der Erde wirken, von innen heraus. Und diese Gesandten und Botschafter des Konzils werden jetzt
aktiviert. Ganz besonders in diesem Monat. Natürlich auch in anderen Monaten und zu jeder Zeit, aber in diesem Monat findet eine besonders starke Aktivierung statt. Und das Besondere an diesem Konzil ist auch, dass es schon seit Äonen, also vielen Jahrtausenden besteht und nicht so wie unsere irdischen Regierungen, die alle paar Jahre neu gewählt werden und ausgetauscht werden. So ist es in dem Konzil natürlich nicht. Es ist ein Zusammenschluss weiser, liebevoller Wesen und einige davon sind uns auch bekannt, wie zum Beispiel Jesus, Maria Magdalena, Saint-Germain, Quan Jin, Adonai Ashtar und so weiter. Und das, was immer ganz besonders ist, ist, dass dieses Konzil verbunden ist, jederzeit mit der göttlichen Quelle und nur das ausführt, was die göttliche Quelle vorgibt. Und es gibt immer wieder Menschen, die fragen, warum greift das intergalaktische Konzil nicht ein hier auf der Erde, wenn hier so ein Chaos ist? Dazu muss man natürlich wissen, dass uns der freie Wille gegeben wurde aus der göttlichen Quelle. Und wenn man jederzeit eingreifen könnte, dann wäre dieser freie Wille ja nicht wirklich frei. Dieser freie Wille wird so geregelt, dass er über Karma läuft, nicht über den Eingriff von anderen Wesen oder der göttlichen Quelle selbst, sondern es läuft über Karma. Und wenn hier auf der Erde viele Menschen Entscheidungen treffen, die nicht von der göttlichen Quelle geführt wurden, sondern von menschlichen Vorgaben, dann erzeugt das Karma. Und in der Regel ist es so, dass wenn man hier Entscheidungen trifft, die von der göttlichen Quelle geführt werden, dann führen die uns in die Gesundheit, in die Fülle, in ein Wohlbefinden. Und wenn wir Entscheidungen treffen, die uns vorgegeben wurden aus der menschlichen Welt, dann führen die sehr oft, wenn der Mensch nicht weise und selbst an die göttliche Quelle angebunden ist, in Leid oder Krankheit. Und das ist eben das sogenannte Karma. Und im Moment ist es leider noch so, dass sehr viele Menschen sich noch nicht von der göttlichen Quelle führen lassen, sondern den menschlichen Quellen folgen. Und das hat dann natürlich auch Folgen, die wir im Außen überall sehen können. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass viele Menschen seit langer Zeit schon darauf warten, dass unsere Sternengeschwister Kontakt mit uns aufnehmen. Also man spricht da manchmal auch von außerirdischen oder UFO-Sichtungen, aber ich spreche immer von Sternengeschwistern. Denn im Grunde genommen sind sie keine Außerirdischen, sondern sie sind unsere Vorfahren, unsere Ahnen, von denen wir abstammen, die hohe Technologien besitzen, um sich im Kosmos zu bewegen und eben verschiedene Planeten oder Gesterne zu bevölkern. Genauso wie wir fähig sind, uns auf der Erde zu bewegen und verschiedene Kontinente zu bevölkern. Mit unserer Technologie können wir überall hin. Und sie haben eine hohe Technologie, die ihnen das eben auch erlaubt, auf verschiedene Planeten zu reisen. Und einige von uns sind ja auch schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten mit diesen Sternengeschwistern in Kontakt. Und wir sprechen dann ja immer von Channel-Medien. Und das Besondere ist, dass jetzt in dieser Zeit die Kontakte sich verstärken und intensivieren werden. Insbesondere auch bei den Menschen, die eine höhere Anbindung haben und die bereits liebevoll und weise auf dieser Welt zum Wohle aller agieren. Und früher habe ich immer gedacht, wenn irgendwann mal Außerirdische auf die Erde kommen, dann würden uns die Nachrichten oder die Regierung darüber informieren. Ich hatte immer so im Kopf, die nehmen bestimmt zuerst Kontakt auf mit der USA und dann sehen wir im Fernsehen, wie die US-Regierung uns informiert, Außerirdische sind auf der Erde gelandet und man sieht dann vielleicht ein paar Fotos oder Videoausschnitte. Ja, und die Sterngeschwister haben mir natürlich gesagt, sie nehmen ja eben nur mit den Menschen Kontakt auf, die mit der Quelle bewusst verbunden sind.
Und die Menschen findet man nun nicht unbedingt in unseren Regierungen. Und von daher findet eben diese erste Kontaktanbahnung ja eben auch über uns statt, über viele von uns. Weil gerade diejenigen, die hier meine Videos sehen, die sind ja auch zum allergrößten Teil schon sehr, sehr gut angebunden, sehr bewusst. Ja, und an dieser Stelle möchte ich euch schon mal einladen zu einer Vollmondmeditation, die jetzt in wenigen Tagen in der Kosmischen Universität freigeschaltet wird. Und zwar eine Meditation, in der wir das intergalaktische Konzil kennenlernen und das wir auch besuchen dürfen. Wir reisen in der Meditation sozusagen in einen inneren Tempel, in das Zentrum der Galaxie und erhalten dort ganz besondere Geschenke von diesem intergalaktischen Konzil. Und wenn es dich anspricht, dann findest du den Link wie üblich in der Videobeschreibung und ich freue mich, wenn du zum Vollmond mit dabei bist. Alles Liebe!